Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Wie der Neomarxismus Gesellschaft und Schule umwälzt». Und begrüßen dürfen wir den Herr Ralf Studer. Der Ralf Studer kommt von Zukunft.ch. Grüß Gott, Herr Studer, und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria. Vielen Dank, Herr Kuhn, und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut mich sehr, bei Radio Gloria in der Sendung nachgefragt zu Ihnen zu reden. Der Titel der Sendung und von meinem Vortrag ist «Wie der Neomarxismus Gesellschaft und Schule umwälzt». Es ist das erste Mal für mich, dass ich einen Vortrag als Mitarbeiter für die Zukunft sehr halten darf. Das heutige Thema ist brandaktuell und betrifft uns alle. Mehr und mehr merken wir, dass unsere Gesellschaft massive Veränderungen ausgesetzt ist, dass alles in Frage gestellt wird, was bisher unbestritten war, wie Familie und Geschlecht. Bereits Papst Pius XI. Hat in seinem Rundschreiben Divini Redemptoris vom 19. März 1937 den atheistischen Kommunismus, von dem der Marxismus ja ein Spielart davon ist, als Bedrohung für die Welt bezeichnet, wo das Ziel verfolgt, Zitat Papst Pius XI, die soziale Ordnung umzustürzen und die Fundamente der christlichen Kultur zu untergraben. Zitat Ende. Wie hätte es zu dieser Entwicklung kommen können? Was sind Gründe dafür? Im Folgenden möchte ich Ihnen einzelne Punkte der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung näher aufzeigen. Der Marxismus hat mit der heutigen Schweiz doch nichts zu tun, würden die meisten Leute sagen. Doch ist das wirklich so? Um das besser zu verstehen, müssen wir zu den Anfängen vom Marxismus zurück. Der Karl Marx und der Friedrich Engels haben damals im 19. Jahrhundert gedacht, dass die Arbeiterklasse aus dem Zwang und der Unterdrückung durchs Bürgertum zu befreien sei. Mit der Abschaffung der bürgerlichen Familie und der Vergesellschaftung der Kindererziehung haben sie das Kapital und das Privateigentum überwinden wollen. Ihr Ziel war letztlich die klassenlose Gesellschaft. Begriffe wie die sogenannte Befreiung der Unterdrückten und Befreiung der Benachteiligten sind damals für Marx und Engels zentral gewesen. Wenn wir die Gegenwart genauer anschauen, haben wir sehr ähnliche Bestrebungen in der heutigen Zeit. Nur, und das ist ein grosser Unterschied, unter anderen Vorzeichen. Damals hat man die Arbeiterklasse befreien wollen. Heute sollen die sexuellen Minderheiten wie LGBTIQ, die verschiedenen Hautfarben und Menschen vom Geschlechtsdenken in Mann und Frau befreit werden. Das ist der neue Klassenkampf, wo wir mittendrin sind. Weite Teile der Medien und der politischen Linken unterstützen das. Und paradoxerweise finden sich, bewusst oder unbewusst, in ihrem Schlepptau auch sogenannte bürgerliche Parteien. Die zentrale Frage ist, wie wird denn der Klassenkampf heute geführt, der neue Klassenkampf? Man zweifelt einfach mal an allem an. Der britische Historiker Douglas Murray beschreibt das sehr gut, wenn er sagt, Zitat, am besten bringt man die Menschen dazu, wirklich alles anzuzweifeln. Sollen sie anzweifeln, ob die in ihr lebenden Menschen gut behandelt werden? Sollen sie anzweifeln, ob es Einteilungen wie in Männer und Frauen tatsächlich gibt? Sollen sie alles anzweifeln? Zitat Ende. Der erste Punkt, wo man so vorgeht und alles anzweifelt, sind die sogenannten Geschlechterstereotypen. Also Bilder, wo man von Mann und Frau im Allgemeinen hat. Auf die haben die Revolutionäre eine besondere Wut entwickelt und wollen die deshalb beseitigen. Jungs tragen blau, Mädchen haben rosa. Das ist bis jetzt an sich sehr klassisch gewesen. Jungs spielen mit Autos, Mädchen mit Puppen. Jungs wollen Feuerwehrmänner werden, Mädchen Krankenschwestern.
Solche Vorstellungen werden von bestimmten Gruppen und Parteien, wie von den Schweizer Jungsozialisten, als Geschlechterstereotypen abgelehnt und sind verpönt. Werfen wir an dieser Stelle einen kurzen Blick zurück. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat unsere Gesellschaft eine unglaubliche Veränderung in Bezug auf die Rollenbilder erlebt. Die traditionelle Arbeitsteilung innerhalb der Familie wird heute als rückständig angesehen. Die Frau, die sich ihrer Familie widmet, bekommt keine Wertschätzung mehr und wird verkannt. Seit Jahren werden die Mädchen ermuntert, typisch männliche Berufe zu ergreifen und Jungs typisch weibliche. Trotz all diesen Bemühungen hat sich interessanterweise, und das ist wirklich auffällig, bei dem Berufsfall praktisch nichts verändert. Jungs bleiben in den technischen Berufen, Mädchen eher in den sozialen, pflegerischen. An dieser Stelle ein interessantes Beispiel aus Norwegen. Trotz jahrzehntelanger, und das ist wirklich wichtig zu sehen, jahrzehntelanger gendersensibler Erziehung, wo man Wert gelegt hat darauf, dass die Mädchen im Beruf wirklich gleich erzogen werden, sind genau die Unterschiede zwischen klassisch männlichen und klassisch weiblichen Berufswahlen immer noch vorhanden. Das Ergebnis ist ein unverändertes Berufswahlverhalten von Mädchen und Buben. Angesichts solcher Resultate liegt es an sich auf der Hand, dass die menschliche Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Interessen und Talente von Jungs und Mädchen geht. Das wird aber von der Politik und von vielen Medien einfach ausblendet. Getreu im Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nach dem Abstechen nach Norwegen kehren wir wieder in die Schweiz zurück. Auch die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für den Jugendverband, der SAJV, behauptet, dass Geschlecht von Mann und Frau erst durch alltägliches Verhalten erzeugt wird. Das steht im aktuellen Leitfaden mit dem Namen Break Free für Leitungspersonen von den Jugendorganisationen drin. Die Arbeitsgemeinschaft oder Jugendverband vertritt auch das Konzept des sogenannten Undoing Gender. Damit ist gemeint, dass versucht wird, die unterschiedlichen Vorstellungen von Mann und Frau aufzubrechen. Als Beispiel wird im Leitfaden genannt, ein Mann, der sich die Fingernägel lackiert, soll das ohne abschätzige Kommentare zukünftig machen können. Man muss sich bewusst sein, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverband ist Dachorganisation von rund 55 Jugendorganisationen in der Schweiz, zu denen auch traditionelle Vereine wie Pfadi und der Blaue Ring gehören. Der Leitfaden richtet sich an die Leiter von Jugendlichen. Er ermuntert auch die Jugendlichen, sich als trans zu outen. Damit sind Jugendliche gemeint, die sich im falschen Körper fühlen. Zum Beispiel ein Mädchen möchte nicht länger ein Mädchen sein, sondern ab jetzt ein Bub. Zudem ein Zitat aus dem Leitfaden. Zitat: Nur eine Person selbst kann wissen und entscheiden, was ihre Geschlechtsidentität ist. Zitat Ende. Also Biologie spielt nach dem Verständnis keine Rolle mehr fürs Geschlecht. Man muss in dem Zusammenhang wirklich von einer Umerziehung von unserer heutigen Jugend schwätzen. Was umso schwerwiegender ist, angesichts dessen, dass das grosse Jugendorganisationen sind, die maßgeblichen Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen ausüben. An diesen wenigen Aussagen vom Leitfaden ist erkennbar, dass auch die Jugendorganisationen auf die Gender- und Trans-Ideologie aufgesprungen sind. Mittlerweile gibt es regelrecht einen Trans-Hype sozusagen. Es gibt aktuell sehr viel mehr Mädchen und Buben als früher, die sagen, sie seien im falschen Körper. Die Kinder und Jugendlichen brauchen wirklich Hilfe und Unterstützung, das ist unbestritten. Aber statt diesen Wünschen einfach nachzugeben, die Jugendlichen da äußern, wäre es endlich mal sinnvoll und an der Zeit, genauer hinzuschauen. Was sind denn die Ursachen für den Wunsch nach Geschlechtsveränderung? Und gemeinsam mit den Eltern und den betroffenen Minderjährigen zu schauen, warum sie ihr Geschlecht ablehnen und sich nicht wohlfühlen. Vielfach verschreiben sogenannte Fachleute in solchen Fällen oft nach wenigen Sitzungen den Minderjährigen Pubertätsblocker, gegengeschlechtliche Hormone oder sogar operative Eingriffe, wie zum Beispiel bei den Mädchen, Brustentfernungen. Uns von der Stiftung Zukunft sehr sind mehrere solche Fälle bekannt, die wirklich tragisch sind. Alarmierend ist auch die wachsende Zahl von Betroffenen,
die ihre Geschlechtsumwandlung mittlerweile bereuen. Weil das alles zum Schaden von unseren Kindern und Jugendlichen ist, hat Zukunftsseher eine Protestkartenaktion an Bundesrat Berset lanciert, um den Bundesrat aufzufordern, sättige Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen gesetzlich zu verbieten. Die Protestkarte können Sie bei Zukunftsseher übers Internet bestellen oder Kontaktdaten von Zukunftsseher können Sie auch bei Radio Gloria sicher bekommen. Auf das Thema gehe ich am Schluss von meinem Vortrag noch kurz ein. Nach einer kurzen Pause widmen wir uns weiteren Gebieten, wo die marxistische Kulturrevolution unsere Gesellschaft radikal verändern will. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir starten mit dem zweiten Teil vom Vortrag zum Thema, wie der Neomarxismus Gesellschaft und Schulen umwälzt. Vor der Pause haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass die herkömmlichen Bilder von Mann und Frau selber beseitigt werden. Zudem haben wir einen Blick auf die Jugendverbände geworfen und welche Rolle ihnen in diesem Prozess zukommt. Jetzt möchte ich mit Ihnen einen vertieften Blick auf weitere gesellschaftliche Aspekte werfen, wo der Kulturmarxisten ein Dorn im Auge sind. Nicht nur Mädchen und Jungs sollen an neue Geschlechtsbilder herangeführt werden und von alten Denkmustern befreit werden, sondern vor allem auch die Frau. Die Jungmarxisten in der Schweiz sagen ganz offen, Zitat, Frauenkampf ist Klassenkampf. Zitat Ende. Nach marxistischer Vorstellung befindet sich jede Frau, die als Familienfrau daheim ist,
in einem Zustand von der Ausbeutung. Und das soll nun geändert werden. Und die Frau aus der heimischen Isolation befreit werden, so ihre Vorstellung. Deshalb muss die Frau in den Arbeitsmarkt integriert und eine flächendeckende, staatliche und kostenlose Kinderkrippe eingeführt werden. Wie es ums Kindeswohl dabei steht, bleibt unbeantwortet. Ebenfalls unbeantwortet bleibt die Frage, warum Kita-Arbeit sinnvoll und gut ist, währenddessen die Haus- und Kinderarbeit zu der Mutter nicht anerkannt wird. Kommen wir zum nächsten Punkt, der mit der sogenannten Befreiung von der Frau zusammenhängt, nach marxistischer Vorstellung. Die Jungmarxisten behaupten, die sogenannte Befreiung von der LGBTIQ hänge eng mit der Befreiung von der Frau zusammen und die können nur mit der Methode vom Klassenkampf gelingen. In beiden Fällen, also bei der Frau wie bei der LGBTQI, siegt die Benachteiligung das Ergebnis von sogenannten patriarchalen Familien- und Geschlechterverhältnissen. Um die sogenannte Befreiung zu erreichen, wollen sie zuerst Familie und in einem zweiten Schritt Geschlechter an sich auflösen. Für die Jungmarxisten ist dabei die Ehe für alle nur eine Übergangsphase, zum Beispiel, bis zur endgültigen Abschaffung der Ehe. Die Forderungen gehen aber noch viel weiter. Gemeinsam fordern Jungsozialisten, Jungmarxisten und der Schulenverband Pink Cross den Zugang zur Reproduktionsmedizin für alle Paare, aller Geschlechter und Konstellationen. Die Kritik, dass eine homosexuelle Verbindung von Natur aus unfruchtbar ist, gilt dabei als Diskriminierung und Homophobie. Auch die Anerkennung unterschiedlicher Familienformen soll sichergestellt werden, inklusive auch von denen, die nicht auf direkte Abstammung oder eine Ehe zurückgehen. Diesen Forderungen kommt die Schweiz eifrig nach, im Vergleich zu anderen Ländern. Die Schweiz ist ein grosser Vorreiter leider. Das geplante Basler Gleichstellungsgesetz zum Beispiel sieht den Handlungsbedarf bei der Förderung von der Gleichstellung von vielfältigen Familienformen vor. Die Pädagogische Hochschule Bern, ein anderes Beispiel, fördert Aufklärungsbücher, wo Kinder mit neuen Familienformen vertraut machen und ihnen beibringt, dass jede Konstellation ganz normal ist. Bereits jetzt liegt auch die Forderung nach der Legalisierung von der Leihmutterschaft auf dem Tisch. Auf nationaler Ebene sind bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen worden. Am 13. September 2022 hat der Ständerat der Legalisierung der Eizellenspende zugestimmt. Für Paare, bei denen, wo die Frau unfruchtbar ist. Das ist im Moment auf heterosexuelle Paare beschränkt, doch ist nur eine Frage von der Zeit, bis das mit dem Argument von der Nichtdiskriminierung auf homosexuelle Paare ausgeweitet wird. Aus Abstammungsrecht soll gelockert werden. Bei der aktuellen Diskussion um eine Reform vom Abstammungsrecht wird bereits die sogenannte Mehrelternschaft gefordert. Macht zum Beispiel ein Frauenpaar von einer Samenspende Gebrauch, könnte das Kind rechtlich drei Elternteile haben. Hat man die Bande von der natürlichen Familie erstmal gesprengt, ist nicht mehr weit, bis sich die Familie zu einer Kommune weiterentwickelt, wie es in linken Kreis bereits 1968 im Gespräch war. Ein weiterer Punkt der sogenannten Befreiung ist die Abschaffung der Geschlechter von Mann und Frau an sich. Bis vor wenigen Jahrzehnten hat die Aussage der Jusos, von unseren Jungsozialisten, die Zweigeschlechtlichkeit sei nicht natürlich, sondern sei ein Produkt eines gesellschaftlichen Prozesses, wo nur für Kopfschütteln sorgt. Doch die Abschaffung der Geschlechter ist die nächste logische Konsequenz. Weil man sich doch, nach marxistischer Vorstellung, von der patriarchalen Verhältnis komplett lösen. So zeigt man heute nicht mehr, dass jemand das Geschlecht hat, sondern dass ihm bei der Geburt das Geschlecht aufgrund von der sichtbaren zugewiesen worden ist. So hofft man, der Biologie als Schicksal zu entkommen. Dass die Hirn- und Hormonforschung und auch die Entwicklungspsychologie
genügend Beleg für die Geschlechterordnung von Mann und Frau liefert, interessiert weder die Jungmarxisten noch die Feministinnen. Dass eifrig an der Abschaffung von der Geschlechterordnung von Mann und Frau geschafft wird, zeigt auch Folgendes. Seit dem 1. Januar 2022 ist der rechtliche Wechsel vom Geschlecht nur noch ein Verwaltungsakt und kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. Jede Person kann also auf die Gemeinde gehen und mitteilen, dass sie von jetzt an nicht mehr Mann, sondern Frau ist. Einfach so. Sie muss keine Gründe angeben. Auch auf internationaler Ebene passiert Ähnliches. Seit 2022, also seit dem Jahr, gilt die sogenannte Geschlechtsdysphorie, wie man Transsexualität heute nennt, nicht mehr wie bisher als Persönlichkeitsstörung. Ziel von all diesen Bestrebungen ist eine angebliche Vielfalt. Doch, einmal anders überlegt, akzeptiert man, dass es von Natur aus sportliche, sensible, kämpferische und zurückhaltende Männer ebenso gibt wie zarte, energiegeladene, sanfte und burschikose Frauen, braucht es keine weitere Vielfalt. Die künstliche Vielfalt, die man heute propagiert, mit unzähligen Geschlechter und sexuellen Identitäten, erzeugt nichts anderes als eine tiefe Verunsicherung und Desorientierung. Und das vor allem bei unseren Kindern und Jugendlichen. Gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Neben den bisher genannten Punkten wie Beseitigung der Geschlechterstereotypen, Befreiung der Frau und der LGBTQI und der Abschaffung der Geschlechter spielt bei dieser marxistischen Kulturrevolution die staatliche Sexualerziehung eine ganz wichtige Rolle. Die heute in der Schule gelehrte sogenannte emanzipatorische Sexualpädagogik oder wie man sie heute auch nennt, die Sexualpädagogik der Vielfalt, kehrt alle bisherigen Werte um. Sie hat Eingang gefunden in die gängigen Aufklärungsbroschüren wie Hey You, Hey Jungs, Hoppelpoppel und viele andere. All die Aufklärungsbroschüren sind im Internet frei zugänglich und werden vom kantonalen Bildungsdepartement empfohlen. Pikanterweise, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, sind die Aufklärungsbroschüren unter Mitwirkung von der Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz, wo vom Bund unterstützt wird, oder vom Bundesamt für Gesundheit selber erstellt und mit öffentlichen Geldern mitfinanziert wurde. Schaut man die Aufklärungsbroschüre genauer an, hat es nichts mehr mit einer Aufklärung zu tun, die der Kind zu liebes- und bindungsfähigen jungen Menschen erzieht. Vielmehr lest sich die Broschüre wie Hey You zum Beispiel, wo für Kinder ab 12 Jahren gedacht ist, wie eine Anleitung, man muss es leider so sagen, zu einem Porno. Wie selbst, und das ist wirklich interessant, die neue Zürcher Zeitung selbst im Artikel geschrieben hat. Die untersuchten Broschüren insgesamt animieren zu Promiskuität, also zu Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern, indem verschiedene Sexpraktiken und Sexspielzeuge beschrieben werden und ermuntert die Jugendlichen dazu, sich selber zu stimulieren. Denn, wie es dort in der Broschüre heisst, Übung macht die Meisterin. Schutzalter von 16 Jahren wird zwar erwähnt, aber es gibt, so wie es in der Broschüre heisst, Zitat, kein richtiges und kein falsches Alter für erste sexuelle Erfahrungen. Zitat Ende. Dass Sexualität auch seelische Reife, Beziehungs- und Liebesfähigkeit erfordert, wird den Jugendlichen verschwiegen. Eine unplante Schwangerschaft wird als vergleichbare Bedrohung wie eine AIDS-Erkrankung präsentiert. Auf die Entwicklung im Mutterleib vom Kind wird gar nicht eingegangen. Dafür erhalten die Jugendlichen in diesen Broschüren viele Informationen zum Thema Abtreibung. Welche Rechte sie haben, wie eine Abtreibung zu finanzieren ist oder wie man sie von den Eltern kann verheimlichen kann. Über den Ablauf von einer Abtreibung hingegen wird geschwiegen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die untersuchte Broschüre die Abtreibung und die absolute Akzeptanz und Gleichstellung aller sexuellen Orientierungen und Identitäten befürworten. Zudem rücken sie das Ausleben von der Sexualität
und Benutzung von Verhütungsmitteln stark ins Zentrum. Die emanzipatorische Sexualerziehung geht auf den deutschen Gründervater Helmut Kendler zurück, wo die Jugendlichen zu frühen sexuellen Erfahrungen damals animiert hat, damit sie, wie er gemeint hat, zu sogenannten befreiten Persönlichkeiten werden. Und was oft verschwiegen wird, und das ist ganz eine zentrale Information, ist, dass der Kendler sich für die Entkriminalisierung von der Pädophilie eingesetzt hat und Heimkind in die Obhut von pädosexuellen Männern gegeben hat, wo sie missbraucht worden sind. Diese Fakten stehen in verschiedenen staatlichen Berichten und sind im Internet abrufbar. Das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt. Der Kendler ist zudem auch überzeugt gewesen, dass man das Inzest-Tabu zwischen Eltern und Kind soll aufweichen, Kind ab der Kleinkindzeit zu Onanie ermuntern soll und sexuelle Spiele in Kindergarten und Schule ermöglichen soll. Denn sexuell erfahrene Jugendliche, gemäß Kendler, fordern eine eigenständige Welt und lehnen die Normen der Erwachsenen häufiger ab. Also wenn man sich dem allen bewusst ist, ist es wirklich unglaublich, dass man in unseren Schulen eine Sexualerziehung lehrt, auf einen Gründervater zurückgeht mit einer sättigen Vergangenheit. Die heutige Sexualerziehung widerspricht in einer gesunden Erziehung zur wirklichen Liebe. In keiner von diesen Broschüren, die Zukunft sehr untersucht hat, wird die Fähigkeit zur Treue als wünschenswert oder gar notwendig dargestellt. Die Trennung von Sexualität und Liebe setzt sich damit in den Jugendlichen fest. Die natürliche Familie wird ebenfalls in der Broschüre nicht thematisiert, obwohl weitaus die meisten ja in der natürlichen Familie aufwachsen und die natürliche Familie der Kern unserer Gesellschaft ist. Nach einer kurzen Pause werde ich noch einige grundlegende Aspekte im Bereich Sexualerziehung erwähnen, wo die Eltern oft nicht wissen, weil man sie ihnen gar nicht Zeit von der Schule hat. Wir hören jetzt nochmals das Musikstück und ich freue mich, Sie anschließend für den letzten Teil von meinem Vortrag begrüßen zu dürfen. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir starten mit dem dritten Teil vom Vortrag zum Thema, wie der Neomarxismus Gesellschaft und Schulen umwälzt. Vor der Pause haben wir einige Themenfelder von der marxistischen Kulturrevolution näher angeschaut, wie die sogenannte Befreiung von der Frau und der LGBTIQ und die Abschaffung von der Geschlechter von Mann und Frau. Wir haben zudem gesehen, wie unsere Kinder und Jugendlichen durch die heutige Sexualerziehung umgezogen werden. Jetzt zum Abschluss folgen noch wichtige Informationen für die Eltern, die ihnen oft eben gar nicht gesagt werden.
Haben Sie zum Beispiel als Eltern gewusst, dass Ihr minderjähriges Kind ohne Ihre Zustimmung und oft in Abwesenheit vom Lehrer in der Schule von LGBTIQ-Aktivisten aufgeklärt wird? Oder haben Sie gewusst, dass Ihr minderjähriges Kind ohne Ihre Zustimmung Pillen nehmen und auch abtreiben darf? Oder dass Minderjährige, wenn sie sich als sogenannte Transkinder fühlen, auch gegen ihren elterlichen Willen gegen geschlechtliche Hormone und geschlechtsverändernde Operationen verschrieben bekommen kann? Oder als letzter Punkt, den ich jetzt nenne, dass ein Kind durch Aufklärungsbroschüren mittels QR-Codes weitergeleitet wird auf Internetseiten mit explizit sexuellen Inhalt. Dort findet Ihr Kind zum Beispiel Methoden zur Ermittlung von der richtigen Kondomgröße oder Werbung für Bücher wie Orgasmus ist Übungssache. Das sind alles wichtige Aspekte, die eben die Eltern oft nicht wissen. Wenn man sich dem alles bewusst ist, ist es offensichtlich, dass die elterliche Erziehungsrechte, und das muss man wirklich hervorheben, dass die elterliche Erziehungsrechte durch den Staat mehr und mehr ausgehöhlt werden. Ich komme zum Schluss. In der Kürze der Zeit habe ich versucht, Ihnen einen kleinen Einblick in die aktuelle und für uns alle wichtige gesellschaftliche und politische Entwicklung aufzuzeigen. Die marxistische Kulturrevolution untergrabt unser ganzes Gesellschafts- und Wertefundament und droht alles umzukehren, worauf unsere Gesellschaft basiert. Die natürliche Familie und die seit Menschengedenken bestehende Geschlechterordnung von Mann und Frau. Vor allem führt sie auch zu einer Umerziehung von unseren Kindern. Sexualität wird von der Liebe komplett getrennt und bedeutet nach der heutigen Sexualerziehung einfach Spass. Es geht nur noch um die Bedürfnisse vom Einzelnen. Statt die Jugendlichen zu liebes- und bindungsfähigen Menschen zu erziehen, lernen sie heute, dass es eine geschlechtliche und sexuelle Vielfalt gibt und alle Sexualitäten gleich sind. Das Gedankengut ist weit vorgedrungen und unsere staatlichen Behörden setzen das um. Bezüglich der Sexualerziehung ist es einfach zentral, dass die Eltern mit dem Klassenlehrer den Lernstoff in der Sexualerziehung genau anschauen und klar bekunden, was sie in der Sexualerziehung erwarten und mit was sie sicher nicht einverstanden sind. Auch wenn insgesamt die beschriebene marxistische Kulturrevolution schon weit fortgeschritten ist, dürfen wir angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung nicht den Mut verlieren. Bereits Papst Pius XI nennt im bereits erwähnten Rundschreiben Divini Redemptoris das entscheidende Heilmittel. Die aufrichtige Erneuerung vom privaten und öffentlichen Leben nach dem Grundsatz vom Evangelium durch uns Christen. Zitat, damit Sie, die Christen, in Wahrheit das Salz der Erde seien, das die menschliche Gesellschaft vor der völligen Zersetzung bewahrt. Zitat Ende. Ja, haben wir dort den Mut dazu. Es geht noch viel mehr zu sagen zu der marxistischen Kulturrevolution, aber leider fällt mir Zeit heute dazu. Im November 2022 hat die Stiftung Zukunft CH zu dem Themenbereich eine Sonderausgabe mit dem Titel Am Scheideweg, wie die neomarxistische Kulturrevolution unsere Gesellschaft und Schulenumwelt publiziert. Wenn Sie die Sonderausgabe auch bestellen möchten, können Sie es kostenlos machen. Rufen Sie uns doch einfach an unter der Telefonnummer 052 268 65 00. Ich wiederhole, 052 268 65 00. Oder bestellen Sie die per Mail unter info@zukunft-ch.ch. Ich wiederhole nochmal, info@zukunft-ch.ch. An der Stelle verweise ich noch eins auf die Protestkarteaktion, die wir auch machen, Zukunft-CH im Moment. Nein zur Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen, wo ich im Vortrag ja früher Stelle bereits erwähnt habe. Die Protestkarte können Sie ebenfalls unter den genannten Telefonnummern oder Mailadressen bestellen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben zu dieser Sendung etwas profitieren können und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Das war die Sendung mit dem Titel «Wie der Neomarxismus Gesellschaft und Schule umwälzt». Ein herzliches Vergelt's Gott am Ralf Studer. Der Herr Ralf Studer kommt von Zukunft.ch. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.